Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Unter Umständen habe ich Scheiße gemacht. Aber so richtig. Scheiße, wir waren so gut. Und dann versau ich's durch brachiale Dummheit. Der Hammer, ne? Wir haben das Ziel schon gesehen. Ich könnte mir immer noch einen Arsch beißen. Ich bin ehrlich, ich könnte das immer noch. War das gerade richtig? Ja, war's. Wir haben uns ja eben geärgert, dass wir das nicht in schneller hinkriegen. Seht ihr? Scheiß aufs Buch. So, hier hatten wir das Spielchen auch schon mal. Habe ich denn jetzt falsch gemacht? Alles klar. Gedanklich doch halbwegs irgendwie aufgepasst. Edge.
Nein, 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 ich war schon wieder so nah. Ich hätte einfach nur das scheiß Item benutzen sollen. Okay. Weißt du, ich denk so, nee, diese zwei Felder, spaßen wir das Item mal auf. Für Dummheit, für Dummheit. Scheiße, benutze einfach das Item-Slide. Ernsthaft. Ich denk so, ja, den Move kannst du ja ganz smart gleich wieder danach gut machen. Ja. Habt ihr gesehen, wie gut es lief, ne? Schon der Hammer. Mein Hirn löst sich manchmal, glaube ich, auch in Millisekunden auf. Voll Zwiebel. Die hellsten Momente, die ich hier zwischendurch echt... wo ich mich schämen muss, zu denken. Hier gerade. Richtig klug. Dafür funktioniert das hier wenigstens gerade halbwegs. Davon funktioniert doch gar nichts. Ich bin hart am Denken. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich bin richtig übel hart am Denken. Zwiebel, danke für die 11 Bits. Moin, Frosty. Alles mit? Mein Hirn zwingt mich zu ganz üblen Denkaufgaben. Nein, der muss zurück. Der muss hier hin, genau. Warum? Damit ich das hier machen kann. So, hier kommt jetzt der Kollege, der aber hoffentlich runterfällt, wenn ich dich so schubse. Bist du edged, genau. So, dann gehst du hier rüber. Verzieh dich doch mal, Junge. Hast du verdient! Jetzt muss ich nämlich gerade ein bisschen überlegen, wie ich die Steine und Blöcke hier rausziehe, ohne dass mir das halbe Konstrukt da um die Ohren fliegt. Okay, 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 da oben ist der Stein. Edge.
Ja! Ich bin greedy. Wenn ich das Geld schon nehme, dann nehme ich es richtig. Wuhu! Ja! Läuft. Alter! Okay, das war etwas knackiger, aber wir haben das Item behalten. Hat mich vielleicht 2-3 Tries mehr gekostet als erwartet, aber nun gut. So, liebe Leute, ne? Aktuell läuft noch das Gewinnspiel für Destiny 2, ne? Ihr könnt dran teilnehmen mit Ausrufezeichen, Giveaway, Leerzeichen und Anzahl der Tickets. Ein Ticket kostet euch 100 Benes, daher fühlt euch frei. Als kleines Dankeschön dafür, dass ich gestern Level Up hatte. Aber das Schlimmste ist, ne? Es geht immer noch weiter. You've got a unique way of climbing. Like, you'd use that technique here? You're a sharp thinker and quick. Huh, really? The others are talking about you. They want to be like you. Well, let's both do our best. Also, wenn ihr alle so sein wollt wie ich, frage ich euch, wie kann es sein, dass ihr alle vor mir hier seid? Denkt mal darüber nach. So klug kann ich anscheinend nicht sein. So. I'm glad you're safe. Hey, it's you. Well, you got any new techniques to give me? Let's put our heads together to survive. First, let me give you a little move that I... Was hast du jetzt Schickes an neuen Techniken? Allow me to explain the Geronimo. Das ist der Geronimo. When you fall from a stone, you can catch yourself if there's a place you can grab. If you see a spot that you can grab, you can then let go without any fear. Uh-huh. Well... Was that at least? Oh, I just had an idea. What do you think of this? Allow me to explain controlled demolition. Jawohl, mit Zerstörung. Ja, das ist jetzt kein Riesenrätsel. Da wäre ich auch nur drauf gekommen. Oh, so lange Zeit, was? Jo, korrekt. When you are confronted with stones that form a level above your head. Das ist mir schon klar. Das ist so simpel, dass... That's great. And very I think I'll try using... Yeah, it's okay. Please, try talking with that man over there. The sheep with the big hair and the cigar. We talk about our techniques whenever we meet up. But he's not joining in this time. Kind of worried about him. For people who live by their reactions like him, stopping to reflect on himself can be dangerous. Yep. Dangerous! Was hast du heute mal geholt? The black cube creates a dark block in front of you. The mystic pillow gives you an extra retry. Nee, ich will nichts kaufen. No, I don't need it. Huh? You think you're window shopping? Ich hab hier noch so 2-Stufen-Kletterer. Geh mir nicht auf die Nüsse. She's coming up next. She's gonna kill me. Who is? The woman I left yesterday and the day before. Okay. Seriously? Anna, I'm reaching the limits of my ability. Hey, do you wish for your loved one to be happy? Well, of course. Even if it makes you unhappy? Solange sie glücklich ist? Things will work out. So, you're an idealist then. If it's impossible to marry her, then it's best for her if we break up. What? But I love her. I have to tell her. Was schon normal. Das ist richtig, Tür. Was ist schon normal? Let's just focus on getting out of here before you start thinking about what you're gonna do. If I have to hurt Anna... Okay. Hello. Du bist hier noch ganz komisch. With me? Guck dich die Hörner an. Hey, hey. Okay, und der Kollege ist diesmal alleine und ich weiß nicht warum. Hey, aren't you gonna talk about techniques? Whatever. It's here. Huh? Up above. It's gonna be there. Dad, he's gonna kill me. With his axe. Like he used to. What do you mean? What would you rather be called? Maggot or little shit? Huh? I prefer maggot. At least that's still a living creature. Okay. Never had a name. I was always called one of those. Hell, even that changed. Eventually I didn't even exist to him. I was abandoned. Wenn ich mir das gesellschaftlich anerkannte Normal angucke, bin ich lieber abnormal. Ja, in der Tat. Das sehe ich aber genauso. Ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr gleich seid. Ja, ist ja häufig so. Der Spruch existiert ja nicht ohne Grund.
Okay, wir haben noch zwei Schäfchen. Schauen wir mal, was wir sagen. Und danach haben wir noch eine Entscheidung. Techniques the other sheep told me about are really useful. I'm gonna rest here for a second, then go back and learn some more. Ja, okay. So, letzte Schaf. You're the reason I've made it this far. Gern geschehen. I didn't do anything. It was all you. Don't you get it? Everybody's pumped up because of you. Even me. I've been looking into climbing techniques because of you. All these sheep were running around like chickens. Aufgescheuchter Hühner. Jetzt arbeiten sie als Team zusammen. Nice. All warm and fuzzy. It's embarrassing. I'm thankful for you. Ja, hast du nicht gerade gesagt, dass wir hier neue geile Technik haben? Okay, halt nicht. Dann halt nicht. So. Schauen wir mal, wie wir uns entscheiden werden. Wir springen mal nach links. Was ist die Frage diesmal? That was very impressive. Not only that, you've led the other sheep this far. Will you use any means, however dirty, to get through a tight situation? Nein. Which one? Well, you're going with that? Nein, nein, nein. Okay. Es gibt Grenzen. Man geht nicht über Leichen oder sonstiges. Das ist nicht meine Art. Lieber akzeptiere ich eine Niederlage, als durch Schummeln ans Ziel zu kommen. It's not like that. I think you know already what exactly is chasing you. Like I said before. Danach werden sie die Hölle erleben. Warum? Escaping is the only way to survive. I have to do it. Okay, then let's go. The night will be over soon too. Ja. Du mich auch. Alles klar. Next Ebene. So, schauen wir mal, wie die meisten abgestimmt haben. Ich behaupte, die meisten sind so ehrlich und sagen, sie würden nicht alles tun, um zu gewinnen. Behaupte ich. Dann ist kein echter Sieg. Ja, doch noch ein bisschen Vertrauen in die Menschheit. Läuft. Ja, so, letzte Level. Das wird eine Freude. Quadrangle. This is the final area for tonight. Danke. Wird ja nicht weniger. Use all the techniques you've learned to reach. Danke, danke. Na, wer verfolgt mich jetzt? Ein Blumen-Möpse. Doom's Bride has appeared. It's the killer. Do not die. Doom's Bride, nice. Kill you! Piss me off! Fängt schon gut an. Nur weil ich Kissen haben wollte. Ich wollte doch nur Kissen. Ja. Das ist ein Würfel. Do not die sind die besten Hinweise, die ich seit langer Zeit bekommen habe. Ich glaube, das war eine Machete. Okay, wir sollten uns tatsächlich vielleicht einfach am Anfang eine einfache Lösung aussuchen. Die Dame scheint nicht sehr gesellschaftlich interessiert zu sein an einer zuvorkommenden Lösung. Sicher, ob das jetzt eine kluge Wahl war, weiß ich noch nicht. Aber... das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slideshow.